war das ein langer Tag. Gute Nacht, Jan. Schlaf schön. Danke, lieber Henry. Du auch. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja! Was ist denn? Hör doch mal dieses Geräusch. Das ist ein Krokodil. Ein Krokodil? Das glaube ich nicht. So hört sich doch kein Krokodil an. Da tropft doch was oder so. Ja, das weint das Krokodil. Was? Das sind die Tränen, die auf die Erde fallen. Warum weint denn das Krokodil? Keine Ahnung. Dann sollten wir wohl mal nachsehen. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Aus der Küche. Ach, dann weiß ich's. Das Krokodil weint, weil es Zwiebeln schneidet. Dabei muss man immer weinen. Guck mal, da ist was. Das muss das Krokodil sein. Vielleicht sollten wir es fangen und an die frische Luft bringen. Dann muss es nicht mehr weinen. Ja, am besten holen wir die Hängematte. Oh, das ist eine super Idee. Und dann werfen wir sie über das Krokodil wie ein Netz. Ja, genau. Ja. Eins, zwei, drei! Yeah. Hilfe, was soll denn das? Keine Angst, Krokodil, wir wollen dich nur nach draußen bringen. Krokodil? Hä? Die Stimme kenne ich doch. Das klingt ja wie Mauli Maulwurf. Ja, ich bin es. Nun lass mich endlich hier raus. Mauli, was machst du denn hier? Ja, und wo ist das Krokodil? Was denn für ein Krokodil? Ich war ganz alleine hier und hab nur das Stückchen Kuchen gegessen, was ihr für mich hingestellt habt. Ach, aber warum weinst du denn beim Kuchenessen? Ich wein doch nicht. Ich hab höchstens ein bisschen geschmatzt. So. Das war das Geräusch. Ach, das hab ich mir doch gleich gedacht. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Du, Jan, ich frag mich gerade, ob Krokodile überhaupt Zwiebeln schneiden können. Und können die überhaupt kochen? Was meinst du, Jan? 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 Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen. Diese drei erwarten euch morgen Abend. Die Rente mit 63 abschlagsfrei. Viele wollen sie, besonders Fliesenleger, Heizungsbauer oder andere Handwerker, sagt die Bundesagentur für Arbeit. Schlechte Aussichten für Betriebe, die schon jetzt mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Und die Gamescom, die weltgrößte Computerspielemesse, startet heute in Köln. Der Andrang ist in diesem Jahr groß wie nie. 800 Aussteller aus 45 Ländern sind dabei. Der große Trend, Virtual Reality Brillen. Mehr gleich bei MDR aktuell.
Sie fliehen vor Not und Elend in ihren Heimatländern.